dankbar. Man ist dankbar für das, was man hat. Man ist dankbar für das, was noch kommen wird. Und wenn es um Unternehmertum geht und so weiter, dann macht der Lutz das in meiner Wahrnehmung zumindest äußerst hervorragend. In diesem Sinne wünsche ich erstmal viel Spaß mit Lutz Langhoff. Wow. Danke. Moin. Ich liebe es, wenn Menschen ein Feuer der Begeisterung in sich haben. Wenn tief drinne eine Flamme brennt, die uns in die Zukunft führt oder in den Weltraum. Ich weiß aber auch jedes Mal, wenn ich das Feuer anmache, dass einige da sitzen und sagen, Langhoff, warte mal. Ich gerade, ganz ehrlich bin, da brennt im Moment nicht so viel. Und ich fand es spannend, dass Alexander genau das eben aufgegriffen hat in meiner Ansage, weil das gehört bei uns im Leben manchmal dazu. Es gibt Phasen, da brennt wirklich wenig. Und dann ist die Frage, wie geht das eigentlich wieder an, dieses Feuer? Und wie viel, schade, diesmal ging es zu schnell. Normalerweise muss ich ungefähr 10-mal dran drücken, bis es angeht. Und ich liebe es eigentlich, wenn es nicht angeht, weil es diese Frage steht, wenn man manchmal hat, ey, wenn es nicht so richtig brennt, was gehört denn dazu, dass es wieder brennt? Und ja, jetzt funktioniert es, was ich wollte. So gehört es einfach dazu. Und das ist eine Frage jetzt für diesen Vortrag, der das durchträgt. Woraus besteht dieses Feuer? Wie geht es wieder an? Wie wird es groß? Wie lange hält es? Und was sind die Bestandteile? Aber da drinnen hier Feuerverbot ist, also auf jeden Fall offenes Feuer auf der Bühne, halte ich mich jetzt mal ganz brav dran. Mein Name ist Lutz Langhoff. Meine größte berufliche Erfahrung habe ich in einem Gründungszentrum gemacht. Ich war Coach, Trainer, Projektleiter bei den Enigma Company Builders. Die haben bis vor ein paar Jahren in der City Nord ihren Platz gehabt. Und dort haben wir um die Jahrtausendwende rum, insgesamt so über 15 Jahre, auf drei Ebenen, zeitgleich im Schnitt 100 bis 150 Start-ups in mehreren Großraumbüros gehabt, die wir uns gegründet haben. Und ich spreche heute über Mut, wie der entsteht, wie dieses Feuer groß wird. Ich komme dann vom unternehmerischen Denken und Handeln, von diesem Feuer, Start-ups aufzubauen. Und die wichtigste Story, die ich habe, für mich selber, also meine Schlüsselgeschichte für das, was ich heute mache, habe ich dort im Gründungszentrum witzigerweise noch nicht mal mit den Gründern gehabt, sondern mit Menschen, bevor sie gründen. Wir haben dort jeden Mittwoch eine Infoveranstaltung bis vor 6 Jahren gehabt. Aufgrund von 4 Herzinfarkten beim Inhaber gibt es diese Firma praktisch gesehen heute nicht mehr, also nur noch auf dem Papier. Das ist eine etwas härtere Geschichte, aber zurück zur Infoveranstaltung. Es kamen jedes Mal 30 bis 120 Personen. Und die kriegten eine Stunde von uns Frontalbespaßung, was wir so anbieten, wenn man sich selbstständig machen möchte, wenn man ein Unternehmen gründen möchte, was alles dazugehört. Und dann das Wichtigste, es gab für jeden danach 20 Minuten Einzelcoaching. Also für jeden, der gekommen ist, gab es von einem Gründungsberater Einzelcoaching. Und die Menschen, die gekommen sind in dieses Gründungszentrum, um sich zu erkundigen, waren meistens Menschen in einem Job. Es waren meistens Menschen mit einer relativ guten Bildung, mit einer Karriere, die schon hinter einem liegt, oft um die 40, 45 und alle in einer Position, nicht alle, aber der Großteil, wo sie wissen, dieser Job, den ich jetzt habe, der trägt mich nicht mehr lange durch. Irgendwann werde ich hier wegrationalisiert. Das ist total klar. Ich muss mir etwas Neues suchen. Und dann fangen die an zu überlegen und erzählen einem diese Ideen in diesem Einzelgespräch. 10 Minuten, wo es da steht, und ich muss ganz ehrlich sagen, so zu 3/4 sind die Ideen richtig gut. Die sind auch schon recht rund. Aber dann, so nach einer Viertelstunde, kommt von jeder Person, und da kann ich wirklich sagen, jeder Person, immer die gleiche Frage. Aber was ist, wenn ich das jetzt wirklich machen würde? Was ist, wenn ich mich jetzt echt selbstständig mache? Wie gehe ich mit der ersten Krise um? Was passiert, wenn das Geld nicht kommt? Kann ich meine Tochter noch ein Jahr nach Amerika schicken? Kriege ich die Doppelhaushälfte abbezahlt? Wie reagiert mein Partner, meine Partnerin? Und dann merkt man, wie so die Angst kriecht. Die geht richtig durch. Und oft wird man erst damit konfrontiert, wenn Sachen konkreter werden. Vorher hat man ja immer nur rumgesponnen. Und dann fast immer die gleiche Aussage. Wissen Sie, danke fürs Gespräch, aber könnten Sie mich noch mal in 2 Wochen anrufen? Ich muss darüber noch mal nachdenken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich muss noch mal richtig überlegen. So, wir wollen Umsatz machen, machen wir. Nach 2 Wochen,
Nach 2 Wochen rufen wir wieder an. Was ist die Antwort am Telefon nach 2 Wochen? Ja, es ist die gleiche wie vorher. Man hat ja eine positive Beziehung geschaffen. Dieses Einzelcoaching hat was gemacht. Man nervt nicht am Telefon. Also die Menschen freuen sich. Man ruft an, oh, danke, dass Sie angerufen haben. Oh, das ist klasse. Ja, ach, wissen Sie, ich weiß nicht, können wir noch mal in 2 Monaten reden? So, und jetzt wird diese innere Unsicherheit in eine Zeitachse geschoben, aber es wird nicht angeguckt. Und nach 2 Monaten, welche Antwort gibt es? Die gleiche. Sie wissen es, man merkt, hier sind viele Coaches, die kennen das auswendig. Man ruft nach einem halben Jahr an, es gibt wieder die gleiche Antwort. Ja klar, es gibt Menschen, die dabei in eine Entscheidung kommen, aber die wenigsten kommen in eine Entscheidung. Ich habe mir den Witz gemacht, ich habe Menschen nach 3 und 3,5 Jahren angerufen. Und es passiert immer noch das Gleiche. Und was man daran ablesen kann, und das ist das, was es so schwierig macht, ist, wir haben verlernt, was Mut im Leben bedeutet. Wir haben verlernt, was es bedeutet, zu überlegen, was brauche ich denn, um richtig mutig zu werden, um dann durchzustarten. Und am heutigen Tag haben wir das ja, um dann wirklich in den Weltraum zu fliegen. Und diese immer wieder erlebende, über 10 Jahre immer wieder erlebte Erfahrung in dieser Infoveranstaltung hat mich dazu gebracht, diesen Punkt weiterzugehen. Wie entsteht eigentlich Mut bei uns im Leben? Wie wird der groß? Das, was ich mit dem Feuer gezeigt habe, Buch dazu gibt es vorne beim Eingang, die Kunst des Feuermachens. Und die meisten Menschen in Deutschland sind ungefähr 65%, je nach Untersuchung, manchmal ein paar Prozent mehr, mal weniger, sagen, Herr Langhoff, das ist ja ganz nett, was Sie hier sagen über Mut und das, was dazugehört, aber mal ganz ehrlich, ich bin das nicht. Und besonders, wenn es darum geht, ein Unternehmen zu gründen, ich nicht. Also ein Unternehmer, das ist jemand so wie der Fassbender oder jemand, wenn man zurückschaut, so wie Daimler, wie Zeiss, so die Ikonen der deutschen Wirtschaft, aber ich bin doch kein Unternehmer. Und dann ist dieses Thema für jemanden einfach abgehakt. Dabei meine ich damit noch nicht die ganz großen Unternehmer. Ich finde das viel interessant. Bin ich in der Lage, einen Kindergarten zu gründen? Bin ich in der Lage, eine Schreinerei zu leiten? Als Freiberufler, als Coach? Oder auch vielleicht eine große Unternehmung zu machen? Manchmal passiert das ja. Und dieser Frage müssen wir aber mal einmal nachgehen. Bin ich dazu gemacht, Unternehmer zu sein oder nicht? Den hier, den kennen Sie wahrscheinlich noch. Rubiks Zauberwürfel. Ein Zauberwürfel hat 42 Quintillionen Einstellungsmöglichkeiten. Das ist eine Zahl mit 18 Nullen. Und so spiegelt dieser Zauberwürfel auf wunderbare Weise wider, was für ein genetisches Potenzial wir in unserem Leben so mitgekriegt haben. Also das ist das, was an Möglichkeiten da ist. Also bitte nicht jetzt auf eine genaue Zahl festnageln, das ist ein Bild. Und jetzt suchen Wirtschaftswissenschaftler, Professoren, Biologen aller Art, gehen dieser einen Frage nach. Was ist bei uns genetisch ganz tief veranlagt, sodass man sagen kann, das macht eine mutige Person aus, weil es ja Menschen gibt, die sagen, ich bin dazu nicht geboren. Und manchmal, wenn man Vorträge hört, was im Fernsehen sieht, Bücher liest, hat man das Gefühl, ja, die Antwort, die fällt förmlich vom Himmel. Eine mutige Person hat eine klare Vision, sie kann sich durchsetzen. Oh, danke. Ihr seid gerade zu gut drauf, da wollte ich noch nicht den Klatscher haben. Versteht die Zeichen der Zeit, weiß, wie man Geschäfte aufbaut und so weiter. Das Problem ist nur, wenn man sich das ist ja irre, ich habe gerade gehört, das ist ein Trick. Ja, klar. Das Problem ist nur, wenn man sich das einmal wissenschaftlich anschaut, ein einziges Mal, bei der Frage, ob Mut genetisch verankert ist, in der Tiefe bei besonderen Personen, dann muss man sagen, darauf gibt es keine Antwort. Also natürlich gibt es Antworten und die heißt nein. Man geht dieser Frage also wirklich seit Jahrzehnten nach, aber man hat angefangen schon Ende der 60er mit Geldern von der EU damals, also noch aus anderen Töpfen, die Universitäten gekriegt haben, dieser Frage nachzugehen, was zeichnet Unternehmer aus? Wo ist das in der Tiefe verankert? Und wenn dem so ist, wie finden wir diese Leute heraus und fördern die? Und jetzt guckt man sich Unternehmer an, bevor sie gründen, während sie gründen, 2 Jahre später, 3, 5, einige Datensätze, 10 Jahre später. Ich habe mehrere Jahre die Daten für solche Untersuchungen aufgenommen, deswegen bin ich da recht tief in diesem Thema drin. Und es ist sehr spannend, was man herausfindet. Nämlich genau das, was ich gerade höre.
nichts. Also man findet, wenn man ehrlich ist, man findet eine ganze Menge raus, aber man kriegt keinen Zusammenhang hin zwischen schwer veränderbaren psychologischen Kerneigenschaften und Erfolg im Leben. Man kriegt das hin, wenn es um Konzernkarrieren geht, dass man bestimmte Sachen braucht, wie internale Kontrollüberzeugung oder so tolle Begriffe. Aber wenn es grundsätzlich um Erfolg im Leben geht, etwas aufzubauen und als Unternehmer etwas zu machen, wenn man Erfolg jetzt nicht definiert als einen Weltkonzern aufbauen, sondern erfolgreich eine Tischlerei führen, erfolgreich einen Friseursalon aufmachen, erfolgreich als Freiberufler. Also grundsätzlich bei der Frage, ob man überhaupt unternehmerisch Erfolg haben kann. Wenn man dieser Frage nachgeht, findet man keinen direkten Zusammenhang zwischen schwer veränderbaren psychologischen Kerneigenschaften und Erfolg. Da gibt es über 80 verschiedene Faktoren, die untersucht werden, und man kriegt keine Korrelation hin. Ich fasse das mal einmal zusammen, weil die Punkte, die enorm wichtig sind, unternehmerisch was aufzubauen, sind Sachen, die sich entwickeln im Leben. Da gehört etwas dazu wie Haltung. Und Haltung, die wird mir nicht in die Wiege gelegt, die muss ich mir erarbeiten. Da gehört etwas dazu wie das Selbstverständnis, diese ganz klassische Sesamstraßenfrage. Wieso? Weshalb? Warum? Wer darauf keine Antwort hat, bleibt mutlos. Da gehören unsere Emotionen dazu, dass wir lernen, die zu nutzen. Das ist ein Riesenproblem im Kontext von Konzern, weil wir da unsere Emotionen immer deckeln und deswegen kraftloser werden, weil wir müssen reinkommen in unsere Emotionen. Da gehören Sachen dazu, und das haben wir als Baby, aber das haben wir alle mitgekriegt, das mit den Emotionen. Dann gehören die Beziehungen dazu, die wir im Leben haben, die wir aufbauen in dem Bereich, wo wir stark werden wollen. Und dann gehört, last but not least, das hatte Alexander eben auch schon gesagt, die Verantwortung dazu. Und es ist alles etwas, was nicht genetisch vorgegeben ist, sondern es ist etwas, was wir uns im Leben erarbeiten. Um das einmal in einem Gleichnis zusammenzufassen. Es ist egal, ob ich mit wenig auf diese Welt gekommen bin. Vielleicht waren die Eltern nicht so reich, bin auch nicht der Schlauste, reichte gerade noch zum Schulabschluss, vielleicht habe ich noch eine Lehre auf die Reihe gekriegt. Vielleicht auch erst im zweiten, dritten Anlauf. Oder ob ich aus einer typischen Mittelschichtsfamilie komme. Papa bei der Bank, Mama zu Hause, zwei Geschwister, VW Passat vor der Tür, Reihenhaus. Man macht so sein Abi. Also ich rede gerade von meinem Leben. Oder man hat ganz, ganz viel mitgekriegt. Eltern waren vermögend. Vielleicht gehört man auch wirklich zu diesen ganz schlauen Leuten oder meint man sei schlau. Und wenn es um Mut geht, wenn es um diese Power geht, etwas aufzubauen, ist es egal, ob ich mit wenig starte, ob ich mit durchschnittlichen Ressourcen starte oder ob ich ganz, ganz viel mitgekriegt habe. Denn das wirklich Entscheidende ist der Prozess, dem ich mich stellen muss. Und wenn ich mich diesem Prozess gestellt habe, was dazugehört, was Mut bedeutet, kann ich Menschen, die mit wenig gestartet sind, nicht mehr unterscheiden von Menschen, die mit durchschnittlichen Ressourcen oder die mit viel gestartet sind. Ich weiß aber auch, dass ganz viele hier sitzen und sagen an dieser Stelle, ach Langhoff, das ist ja ganz nett, was Sie da sagen, aber wenn man ganz ehrlich ist, gucken Sie sich mal meine Situation an. Ja, hätte ich doch so richtig viel oder wenigstens ein bisschen mehr. Aber wenn es darum geht, etwas aufzubauen, kann ich Ihnen was verraten? Völlig scheißegal. Danke. Und dann kommen wir zu Punkten, worauf es denn ankommt. Ich hatte ein paar eben genannt. Aber für einen selber ist es erstmal wichtig, und ich finde das sehr interessant bei diesem Thema heute mit in den Weltraum fliegen. Was gehört denn eigentlich für einen selber dazu? Was sind so die wirklich entscheidenden Punkte? Und wenn wir eine Idee angehen, wenn wir was gründen wollen, in den Weltraum fliegen wollen, eine gute Ehe führen, Kinder erziehen, eigentlich egal, worum es geht, sagen wir, hey, da gibt es einen Punkt, darum geht es. Und meistens kommt noch ein zweiter oder dritter dazu, aber wie ich es eben schon angedeutet habe, es wird zusammengehalten von einem großen Kerngedanken. Im Kontext von Firmen muss man das Ganze einmal verschriftlichen, sonst verstehen die da oben nie, worum es geht, weil die nicht in Bildern denken können. Aber der Unterschied oder das Wichtige ist dabei nicht, dass man diese Idee hat, dass man irgendeine spinnerte Möglichkeit hat, sondern sagt, ich gehe das jetzt an, ich mache den Unterschied damit, und das ist der wichtigste Part zwischen Theorie und Praxis, so lange dran zu arbeiten, bis es
eine Kugel ist, die wirklich das Licht der Welt erblickt. Oh, danke. Und das ist mit der schwierigste Part mit Gründern, wenn die mit ihren Ideen kommen, mit diesem ganzen Chaos, was im Kopf ist, wo der Grundstock gar nicht mal so schlecht ist. Aber die Sachen rund zu kriegen, das ist aus meiner Sicht für Menschen, die das erste Mal gründen oder das zweite Mal mit der wichtigste Part, einen Businessplan zu schreiben. Es geht nicht darum, Geld zu kriegen, es geht nicht darum, andere zu überzeugen, sondern sich selber so weit zu klären, dass ich mal sagen kann, damit erobere ich die Welt. Wenn man in Firmen ist, sieht es meistens anders aus, dann hat man so einen riesen Block Granit, alle meißeln dran rum und man versucht gemeinsam verkrampft, das irgendwie rund zu kriegen. Deswegen sagt auch der größte Philosophenverband Deutschlands jeden Samstag um 15.30 Uhr, das Runde muss ins Eckige. Aber es entdecken wahrscheinlich auch einige hier vorne, wahrscheinlich können Sie es auch hinten sehen, was ist das für eine alte, kaputte Bowlingkugel? Die hat Risse, Löcher, Klebeband. Hat damit zu tun, dass ich relativ viele Vorträge in Banken halte. Also für alle diesmal, also wenn die Kugel dann so auf den Granit knallt, auf diesen Marmorboden. Und für alle, die schon mal wissen wollten, was ist stärker, Kugeln oder Banken? Ich weiß es. Nee, eben nicht. Nicht die Kugeln. Aber das ist etwas, was passieren muss. Und ich fand das irre, als Alexander mich eben hier angekündigt hat, sagte ich, meinte, klaust du mir mal einen halben Vortrag mit dem Scheitern und so weiter. Aber das ist das, was mit das Wichtigste ist, um Erfolg zu haben, ist der Kontakt zur Realität. Dann knallen wir auf dem Boden auf. Und das hat man gehört und das tut im Regelfall weh. Unsere Vorstellung, die wir haben, etwas aufzubauen, müssen den Lackmustest der Realität dem gegenüberstehen. Und dann splittert was ab. Dann geht von unseren Ideen was zur Seite. Manchmal geht das auch richtig ein Riss, der bis durchs Herz, bis ins Herz geht. Und das macht uns Menschen ja aus. Und das ist ja eigentlich mit das Schönste, das wir haben, dass wir sagen, hey, wir nehmen die Teile, wir packen sie wieder zusammen und ja, man sieht die Risse, ja, man sieht die Kanten, ja, man sieht die Ecken, aber ich kriege das rund, bis ich sage, damit erobere ich jetzt wirklich die, ist eine echte, danke fürs Fangen, damit erobere ich die Welt. Und wenn ich das eine Zeit mache und als ich das hier eben mit den, schmeiß mal wieder zurück, ich wollte eigentlich nur einmal zeigen, dass das wirklich kein Bällchen ist oder so, ich hatte das bei dieser Visualisierung gesagt, das ist ein Prozess, durch den ich durch muss. Und wenn ich durch den, der ist, je nach Person, liegt der zwischen 3 bis 8 Jahre. Also von, wenn man so ein eher Angestellten-Mindset hat, Angestellten-Denken, bis man in dem Punkt ist, dass man sagen kann, ich bin jetzt wirklich Unternehmer. Das ist ein richtig langer Zeitraum. Weil am Anfang denkt man, ich bin jetzt Gründer, ich bin das, bis dann die Identität kommt, wo man wirklich sagt, ich bin Unternehmer. Aber der Unterschied zwischen was man denkt, wie es vorher aussieht und das, wie es nachher aussieht, das möchte ich einmal zeigen. Und dafür brauche ich jetzt eine Freiwillige. Darf ich? Das ist nett. Ich gehöre zu diesen ganz komischen Menschen mit einem ganz schwierigen Sprachgebrauch. Bei mir heißt freiwillig unfreiwillig. Das ist klasse. Hi, ich bin Lutz. Juliana, hi. Juliana, moin. Das ist eine ganz große Herausforderung. Also ich bin jetzt mal ganz offen und ehrlich. Ich mache mal einmal innerlich auf. Seit 25 Jahren bin ich auf der Bühne. Moment, muss ich gucken. 27 Jahren. Und da gibt es unter, kommt früher aus der Kleinkunst, Varieté und so weiter, es gibt eine Regel, die heißt, such dir niemals Freiwillige, die selber auf die Bühne wollen. Und deswegen bin ich richtig hart und sage Danke. Gut, alles klar. Ja? Ja. Wunderbar. So, das war jetzt hart. Und zwar ist da was dabei. Jetzt brauche ich 2 Minuten mehr. Ich möchte es einfach nur erklären. Wenn man was mit Freiwilligen auf der Bühne macht, braucht man Menschen, die sagen, ich bin dabei. Aber wo eher so ein Gefühl ist, ist in Ordnung, ich mache ja mit, aber jetzt lass mich mal wieder runter gleich. Das gibt am meisten Applaus, das gibt am meisten Spannung und kriegt eine Dynamik, die ich gerne hätte. Und jetzt bin ich mal echt frech. Shiva ist schon da. Okay, Shiva
Das wirst du nicht hinkriegen. Darf ich dich einmal bitten, nach vorne zu kommen? Ja, 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 mit Applaus sogar. Mit Applaus. Hi. Hi. Moin. Du bist die? Svetlana. Die Svetlana. Wunderbar. Svetlana, ich möchte, dass wir jetzt einmal zeigen den Unterschied, wo viele denken, was unternehmerisches Denken und Handeln ist, bevor sie in die Dimension eintreten, was so Unternehmersein eigentlich bedeutet und wie es denn richtig ist. Und dafür möchte ich, dass du etwas aufpustest. Ich habe auch keinen Luftballon mit, sowas Ähnliches. Ich hätte diese drei Farben. Was ist so deine politische Heimat? Du nimmst Rot. Hättest du gesagt, ich habe die nichts, ich habe noch die hier, aber dann hätte ich mich geschämt. Die nimmst du. Alles klar, wunderbar. Pass mal auf, wir haben hier eine ganz große Tüte. Und da kann man hier reinpusten. Und viele denken, unternehmerisches Denken, das ist, also Unternehmer sein, das ist so anstrengend, da gehört so viel Power dazu, da muss ich so viel reingeben. Und ich möchte dich bitten, dass wir das jetzt einmal zeigen, indem du das hier zuhältst, Luft holst, reinpustest und das ein paar Mal machst. Und zwar richtig reinpusten, richtig doll. Genau. Ja, mach mal fünfmal. Ja. Vier, fünf. Guck mal, ja, Svetlana, das ist doch super. Guck mal, da ist schon Luft drin. Wir gucken mal, wie viel da drin ist. Wir schauen mal, was da... Oh, Mist. Sorry, ich habe vergessen, hinten zuzuknoten. Das ist mein Fehler. Das ist mein Fehler, sorry, das tut mir jetzt leid. Das kannst du mir schwer glauben. Bist du nicht die Einzige. So, pass auf, jetzt ist die Tüte zu. Ja, du hältst einmal. Und ich brauche noch jemand, der dir hilft. Alexander, komm mal auf die Bühne und stell dich mal genau dahin, ganz an den Rand. Das ist super. Jetzt hältst du die Plastiktüte. Und Svetlana stellt sich einmal so hin. Und du nimmst die rechte Hand nach hinten, sodass die Tüte ein bisschen Spannung hat. So ist gut. So ist gut. Noch ein bisschen. Svetlana, genau, so ist gut. Und gleich pustest du auf. Aber halt, damit du das nicht alleine machst, Svetlana, wir machen daraus einen kleinen Wettkampf. Okay? Das heißt, das, was du machst, das mache ich auch. Und ich brauche dafür eine Person, die mir hilft. Darf ich dich einmal haben? Stellst du dich da oben einmal drauf? Ich mache auch hinten einen Knoten rein, damit das richtig fair ist. Das ist gut, Svetlana, warte mal. Du kommst einen Tick näher zu mir. Wir müssen du zum... Ja, so ist gut. Genau, Rücken an Rücken. Das ist klasse. Bleib mal genau so stehen. Pass auf, Svetlana. Wir machen jetzt einen Wettkampf. Wer als erstes den aufgepustet hat, hat gewonnen. Ja, ich weiß, es ist anstrengend. Ich gebe dir auch einen kleinen Vorsprung. Ich habe eine große Lunge. Ich bin Dudelsackspieler und so weiter. Das ist ein bisschen unfair, aber wir kriegen das hin. Ja, okay. So, dann bei drei geht es los, Svetlana. Achtung, eins, zwei, drei. Und jetzt richtig reinpusten und so doll pusten, wie es geht. Alles, was du hast, du pustest da rein, gib richtig Power. Und wenn es dann voll ist, hast du gewonnen. Loslassen, Mann! Da ist sie. Okay, ich hatte gesagt, ich bin Dudelsackspieler. Das ist jetzt ein bisschen schwer. Pass auf, wir machen das nochmal. Du darfst alles, was du schon geschafft hast, darfst du behalten. Alles, was du hast, darfst du wirklich behalten. Ja, wir machen das nochmal. Rücken an Rücken. Leg richtig los. So ist gut. Achtung. Für eins, zwei, drei und fertig. Ja. So, genau. Und jetzt bin ich nochmal, jetzt mache ich nochmal einen Sprung, weil das ja offenbar, das ist so dieser Punkt, wo ich jemanden auf der Bühne brauche, wo sagt, okay, ich mache das noch, aber lass mich mal schnell hier wieder runter. So, hast du gesehen, was ich gemacht habe? Nein, pass mal auf, ich zeig's dir mal. Lass mal einmal los, hältst du mal bitte einmal fest. Und meine Seite auch. Das ist nett von dir, Alexander. Wir gehen mal einen Schritt. Wir haben etwas gemacht, das ist ganz, ganz fies. Und das ist der Kern des Ganzen. Ich habe hier diese Öffnung für dich ganz eng gemacht. Und habe gesagt, jetzt puste rein. Und das ist das, was wir meistens denken, dass so etwas, und das passiert in ganz vielen Sachen, das gilt fürs Coaching, das gilt für Führung, das gilt für ganz viele Bereiche, wo wir denken, oh, das wird jetzt anstrengend, jetzt muss ich mich richtig anstrengen. Und reinpusten und pusten und pusten und es ist ja noch zu viel Luft drin. Also wenn beim Anfang ist ja gar keine Luft drin, holen wir die mal raus. Und das ist alles